Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Video. In diesem Video zeige ich euch die Trainingsphase 2 eurer Planung. Also, viel Spaß dabei. So, Freunde, Trainingsplanung Phase 2. Wer das Video noch nicht geschaut hat, in Trainingsphase 1 ging es um die Kraftausdauer, um die Herz-Kreislauf-Verbesserung, um euren Blutfluss auch zu verbessern und euren Sauerstoffaufnahme durchs Atmen, weil durch schnellere Atmung ihr dann auch eure Lungenvolumen und alles verbessert. Und wie gesagt, wer es noch nicht gesehen hat, Infocard. Jetzt kommen wir zur Phase 2. In Phase 2 empfehle ich für jeden, der das zu Hause, Fitnessstudio, sich körperlich verbessern möchte, Leistung verbessern möchte, jetzt kein Wettkampfsport, das geht jetzt auf die Leute, die einfach nur fit werden wollen und nicht ganz genau wissen, wie sie starten sollen oder was sie machen sollen. Phase 2 ist für mich Kraft- und Muskeltraining. Ganz wichtig. Zweimal die Woche. Mindestens. Da empfehle ich immer, dass man grundlegende Übungen macht. Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Überkopfdrücken. Vorgebeugtes Rudern, weil wenn man bedenkt, was ich in Phase 1 gesagt habe, Phase 1 mit Klimmzügen haben wir den Zug von oben, vorgebeugtes Rudern haben wir den Zug von unten. Natürlich, wenn man sich mit Langhanteln und mit Gewichten so noch nicht rantraut, kann man natürlich Maschinen dafür nutzen, wenn man da die Möglichkeit hat im Fitnessstudio, wenn nicht, Equipment zu Hause, Langhantel reicht aus. Oder kurz handeln. Dann, wie schwer man halt auch trainieren kann, ist natürlich auch die Sache. Ich empfehle das so, dass wir den ersten Tag 3 grundlegende Übungen davon nehmen und eine davon, jetzt zum Beispiel die Kniebeuge, würde ich dann immer empfehlen, schön mit hohem Gewicht. Was natürlich von Anfang an nicht zu empfehlen ist. Also erstmal reinarbeiten in das Training mit den Gewichten. Das heißt Techniktraining. Am Anfang aufbauend. Immer aufbauend trainieren. Nicht gleich losstarten mit 80% von dem, was ich schaffe. Nein. Nehmt die Hantel, Gewicht, Technik. Erst die Technik trainieren. Dann könnt ihr das so aufbauen, dass ihr am Anfang Kniebeugen, Bankdrücken, vorgebeugtes Rudern macht. Sind nur 3 Übungen, grundlegende Übungen, und davon 10 Wiederholungen in 3 Sätzen macht. Aufbauende Aufwärmsätze, 3 Stück. 3 Aufwärmsätze und danach Arbeitsgewicht, 3 Sätze, je 10 Wiederholungen. Das macht ihr mit diesen 3 grundlegenden Übungen. Und dann könnt ihr noch einbauen, zum Beispiel dann noch ein Bizeps Curls. Das gleiche, da reichen auch 2 Aufwärmsätze, weil durchs Rudern ist der Bizeps schon einmal aufgewärmt mit. 2 Aufwärmsätze und dann 3 10 bis 12 Wiederholungen. Dann könnt ihr noch andere Übungen, entweder macht ihr dann einen Trizeps gleich noch mit oder spart euch den fürs nächste Training, weil er wurde ja durchs Bankdrücken auch schon mitgenutzt. Dann könnt ihr noch vielleicht eine Übung mit einbauen, wo ihr Schwachstellen habt oder wenn ihr sagt, okay, Bauch, ich würde auch immer Bauch nutzen, weil Bauch ist Stabilisation für den ganzen Körper, besonders bei der Kniebeuge, beim Kreuzheben, beim Überkopfdrücken, auch beim Rudern, weil Bauch nicht nur
vorne ist, sondern ihr stärkt damit die komplette, wie man es nennt, Core. Da würde ich ein Training machen, zum Schluss, dann war es das auch schon wieder. Wenn ihr dann eine Stunde trainiert habt, ist es okay, mit Aufwärmen und Abwärmen. Das heißt Aufwärmen, dann macht ihr die grundlegenden Übungen mit den Aufwärmsätzen, also noch einmal ein Aufwärmen für die Übung und dann zum Schluss noch mal ein Cooldown mit denen. Da seid ihr bei einer Stunde dabei. Und das reicht auch. Und beim nächsten Tag macht ihr die anderen Übungen. Kreuzheben, über Kopf drücken. Dann könnt ihr da dann noch den Trizeps mit Skullcrusher oder French Press, wie man es auch immer nennt, gibt es ja mehrere Namen, nutzt. Oder wenn ihr im Fitnessstudio seid, da Möglichkeiten am Seilzug den Trizeps zu trainieren. Dann auch noch Bauch. Und wenn euch noch eine Übung oder eine Muskelgruppe einfällt, die ihr noch unbedingt trainieren wollt, dann macht das auch mit. Ich würde es auch nicht zu viele Übungen. Also 5 Übungen reichen vollkommen aus am Tag, an dem Trainingstag. Die auch aufbauende 3 Aufwärmsätze, außer bei dem Arm jetzt, da reichen 2, wie gesagt, weil es beim Bankdrücken oder beim Überkopfdrücken der Trizeps schon mit aufgewärmt wird. Und der Bizeps beim Rudern. Deswegen reichen da auch 2 Aufwärmsätze. Und 3 Sätze je 10 bis 12 Wiederholungen bei dem Arm, also beim Bizeps, Trizeps. Und bei den großen Grundübungen halt 10 Wiederholungen. Damit bekommt ihr erstmal nur die Technik rein. Das macht ihr eine Weile. Bis ihr merkt, okay, die Technik sitzt, das Gewicht passt. Jetzt fange ich an zu steigern. Wenn ihr das jede Woche macht, das Training, dann könnt ihr, denke ich mal, in 2 Monaten dann langsam aufbauend trainieren mit Gewicht. Dann kommt ihr auch später dann auch in eine Phase, wo ihr die grundlegenden Übungen wie Kniebeugen und Kreuzheben würde ich dann noch schwerer machen als über Kopf, Rudern und Bankdrücken. Da würde ich dann auch langsam das Gewicht schneller erhöhen bei den 2 Übungen und dafür die Wiederholung etwas runternehmen auf 8. Weil das sind so krasse Übungen, wo man echt gut Kraft generieren kann und natürlich auch Muskulatur. Weil das so viele Körpermuskeln anspannt und nutzt, das sind so krasse Übungen. Deswegen würde ich das nie vernachlässigen, Kreuzheben. Gut, wer Rückenprobleme, untere Rückenprobleme hat, wird das ein bisschen streiken. Aber da muss man dann auch was anderes finden. Das ist aber natürlich kein Problem. Da gibt es noch viele Sachen, um den unteren Rücken zu stärken. Der ist wichtig, weil das ist die zweite Hälfte des Cores. Der hintere Rücken, der untere Rücken und der Bauch. Ist dieser Core komplett stabil, seid ihr in Kniebeugen, Kreuzheben und allen Übungen immer besser. Das werdet ihr auch merken. Wenn ihr den anspannt und beim Kniebeugen runter geht, merkt ihr, ist irgendwie leichter. Und das ist das Grundlegende, was ihr dann auch wissen müsst. Core immer anspannen. Dann merkt ihr auch, wie krass das ist, der Unterschied zwischen, wenn ihr den locker lasst und Kniebeugen macht und wenn ihr den angespannt habt. Und auch die Atmung richtig nutzt. So trainiert ihr eigentlich ausgeglichen und ausreichend für jeden. Ihr baut Muskeln auf, ihr baut Fett ab, ihr verbessert eure körperliche Leistung, ihr werdet beweglicher. Alles, was jeder eigentlich braucht und haben möchte. Man sollte nur intelligent trainieren, nicht zu übertreiben mit den Gewichten. Sich langsam steigern. Glaubt mir, ihr werdet extreme Unterschiede bemerken. Von vorher nach einer gewissen Zeit. Coaching habe ich bei jemandem, der ins Training geht, Muskeln aufbaut. Den habe ich vorher erstmal gezeigt, wie man sich richtig bewegt, wie man seine Dehnung verbessert, um in den Übungen auch noch stärker und besser zu werden. Das ist auch noch das Grundlegende. Mobilität ist ungemein wichtig. Um jeder Übung auch besser zu werden, um sich nicht zu verletzen. Und er ist
ungemein stark geworden und hat sich auch körperlich echt gut entwickelt. Und er ist auch mega stolz drauf. Also das zeigt mir, dass das richtig ist, dass es bei vielen funktioniert. Und das kann jeder machen. Ihr müsst es nur so anwenden und nutzen. Kraftausdauer, HIIT-Workouts, 2 Tage die Woche. Kraft- und Hypertrophie-Training, 2 Tage die Woche. Fertig. Mehr braucht ihr nicht. Ihr werdet muskulöser, ihr werdet athletischer vor allem. Viele wollen ja gar nicht so übelst aufgepumpt sein. Also mit extrem großen Muskeln. Athletisch ist schon völlig ausreichend und ist auch super. Wenn man auch beweglich bleiben will. Natürlich, wenn man die Ambition zum Bodybuilding hat, ist das wieder was anderes. Aber ich meine jetzt allgemein. Und das ist ausreichend, völligst. Und ihr werdet extreme Erfolge haben. Anders gehe ich es auch nicht an. Ich habe 2x Krafttraining. Ich habe 2x HIIT-Training, also viele Kraftausdauer-Workouts. Dadurch dann mache ich ja noch MMA 2x. Also ich habe viel Training. Und ich fühle mich bombastisch. Ich werde in allem besser. Und stärker, schneller, ausdauernder. Mein Körper wird extrem besser. Das kann ich definitiv versprechen. Aber wie gesagt, Mobilitätstraining ist natürlich noch eine andere Sache. Das müsst ihr dann euch auch noch gucken. Ganzkörpermobilität. Später kann es natürlich passieren, dass ihr für gewisse Übungen mehr Mobilitätstraining machen müsst, weil wenn die Muskeln größer werden. Aber das ist ein anderes Video. Also Freunde, denkt dran. Kraftausdauer, Mobilität und Hypertrophie und Kraft. Diese Schlüsselpunkte sind das Einzige, was ihr eigentlich braucht. Um ordentlich fit zu werden, um athletisch zu werden, Muskeln zu haben und abzunehmen. So Freunde, ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Diese 2 Phasen sind das Wichtigste, was ihr eigentlich benötigt. Meiner Meinung nach. Natürlich, wenn ihr andere Ambitionen habt, wie anderen Sport, wo ihr besser werden wollt, ist es wieder eine andere Sache. Aber im Allgemeinen reicht das völlig aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut in die Kommentare, was ihr noch wissen wollt. Ich mache ein Video drüber. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dahin. Ciao.